Hallo zusammen. Ich möchte mit euch heute über das Camp NaNoWriMo sprechen und über Wordcount im Allgemeinen. Denn das muss nicht immer gut sein. Aber ich möchte jetzt erstmal mit dem Camp anfangen und euch erklären, was das Camp NaNoWriMo überhaupt ist. Und zwar ist das eine abgespeckte Version bzw. eine individuellere Sache als der NaNoWriMo im November, bei dem es darum geht, 50.000 Wörter zu schreiben. Beim Camp könnt ihr euch aussuchen, wie viele Wörter ihr haben wollt. Allerdings muss es zwischen 10.000 und 50.000 sein. Das ist eine wahnsinnige Spanne an Wörtern. Ich habe mir übrigens die Mitte ausgesucht. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, du machst einen halben Nano 25.000 Wörter. Habe mich auch in der letzten Woche darauf vorbereitet, dass ich schon mal 500 Wörter jeden Tag geschrieben habe. Das klappt eigentlich ganz gut. Das ist was, was ich ganz gut neben Arbeit und Haushalt eigentlich noch aushalten und durchhalten kann. Und das bringt mich jetzt eigentlich gleich zum nächsten Punkt. So schön das auch ist, dass man sich beim Camp die Wortzahl selber aussuchen kann, aber man kann das auch wahnsinnig unterschätzen. Gerade für junge Schreiber finde ich das vielleicht schwierig, dass man, ich sage mal, selber erkennen muss, wie viele Wörter schaffe ich denn. Und wenn das vielleicht so dieses ist, ich wollte schon immer schreiben und ich werde diesen April jetzt nutzen, um das endlich mal zu tun, dann möchte ich euch wirklich raten, setzt die Worte wenig an, auch wenn es für eure Geschichte nicht reicht. Wenn ihr wirklich wisst, okay, mit 10.000 Wörtern werde ich definitiv nicht auskommen, weil das ist, ich sag mal, das ist ein Epos oder sowas mit 25 Fortsetzungsbänden. Fangt klein an, sonst frustriert ihr euch und das ist nicht schön. Wenn man dann wirklich da sitzt und nach einer Woche schon merkt, ich habe mein Ziel viel zu hoch gesteckt und ich werde das nicht schaffen. Ich finde das demotiviert und das muss nicht sein. Denkt einfach daran, dass wenn ihr anfangen würdet mit Laufen, ihr fangt ja auch nicht damit an, Marathon zu laufen. Man fängt mit einem Kilometer an, vielleicht mit zweien und man rennt ja auch nicht die ganze Zeit durch. Man würde ja auch erstmal eine Minute laufen, 2 Minuten gehen, so albern das auch klingt. Aber ihr müsst euren Körper und euer Gehirn einfach darauf trainieren, dass ihr euch hinsetzt und dann schreiben wollt. Das ist gar nicht so einfach. Man sagt ja immer, die Muse muss einen küssen und es gibt so viele Faktoren, die beim Schreiben dazugehören. Viele haben so Schreibzeiten, in denen das am besten geht. Bei mir ist das zum Beispiel zwischen 9 und 12, morgens wie abends. Dazwischen geht es einfach nicht so gut, warum auch immer. Ich habe es noch nicht rausgekriegt, aber dann arbeitet mein Gehirn einfach am besten. Und ich weiß von einer Freundin aus der Schreibgruppe, dass sie sich zum Beispiel vorgenommen hat, jeden Montag 2 Stunden zu schreiben. Sie wusste bis Sonntagabend immer noch nicht, was sie schreibt. Aber sobald sie sich montags hingesetzt hat, ging es, weil sie sich darauf trainiert hat. Und das hat wohl immer funktioniert. Also wenn du das hier liest, wenn du das hier liest, genau, wenn du das hier siehst, liebe Grüße. Und schaut mal, ob das vielleicht was für euch ist, wenn ihr wirklich sagt, okay, ich habe einen Tag in der Woche, wo ich Zeit habe, wo ihr nichts zu tun habt, dass ihr sagt, okay, ich setze mich einfach mal eine halbe Stunde hin, das reicht schon. Ihr müsst euch nicht 2 oder 4 Stunden hinsetzen, das ist anstrengend für das Gehirn, das kennt ihr vielleicht noch aus der Schule, wenn ihr eine Klausur schreiben musstet, die über 3 oder 4 Stunden geht. Ihr seid danach alle. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging und nicht nach der Abi-Klausur, aber als ich für mein Examen damals die schriftlichen Prüfungen gemacht habe, ich glaube, da haben wir auch 5 oder 6 Stunden geschrieben. Ich bin nach Hause gegangen, habe gepennt. Und ich weiß, dass das vielen aus meiner Klasse genauso gegangen ist. Also geistige Arbeit ist genauso anstrengend wie körperliche. Deswegen überlegt euch auch gut, wenn ihr euren Wordcount festsetzt, wie viel ihr machen wollt. Schaffe ich das nebenbei überhaupt? Bin ich da nicht zu müde? Überlegt, wenn ihr nach Hause kommt, wie viel Energie habt ihr dann noch? Und überlegt euch auch, was ihr noch so nebenbei habt. Denn ich muss zugeben, ich habe den Nano da wirklich ein bisschen unterschätzt. Ich war alle danach. Ich hatte zwar auch einen wahnsinnigen Spaß und ich fand es auch toll und habe auch neue Leute kennengelernt. Also nicht, dass das jetzt hier so klingt, als ob ich den Nano ganz furchtbar fand. Überhaupt nicht. Aber es ist auch eine ganze Menge liegen geblieben, weil ich wirklich oft nur noch das Nötigste gemacht habe und das ist dann auch nicht schön. Also bitte an alle, also nicht nur an die jungen Schreiber, überlegt euch wirklich, schaffe ich das? Wie viel schaffe ich? Auch wenn ich mit der Geschichte nicht fertig werde. Denn
Ich bin mir ziemlich sicher, dass 25.000 Wörter für das, was ich im Kopf habe, auch nicht reichen werden. Okay, dann schreibe ich halt im Juli weiter. Wenn es wirklich wahnsinnig viel ist, dann schreibe ich auch noch im November daran weiter, obwohl, wenn das wirklich so lang ist, dann macht mir das schon Angst. Und ja, ich möchte euch auch noch einen Artikel von Richard Norden verlinken, von seinem Blog Alles rund um Schreiben. Da hat er sich auch mal über den Word Count ausgelassen. Und der Artikel hieß, warum Word Count nicht alles ist. Denn er sagt darin auch aus, wir sind nicht alle Stephen King, wir sind auch nicht J.K. Rowling oder ich glaube, ihr könnt hier jeden beliebigen Berufsautor einfügen. Denn die haben das ja wirklich als Vollzeit und die schreiben auch nicht den ganzen Tag durch, die haben auch noch andere Sachen zu tun. Zum Beispiel Werbung und ich glaube, E-Mails beantworten und noch andere Projekte nebenbei. Vergesst das nicht. Und es wäre wirklich schade, wenn jemand nur wegen so einem dämlichen Word-Count am Ende mit dem Schreiben aufhört. Denn ich bin der Meinung, Schreiben ist was, das muss mit Leidenschaft betrieben werden. Das muss von ganz tief innen kommen. Und das wäre wirklich, ich würde es wirklich traurig finden, wenn jemand sagt, nein, ich kann nicht schreiben, weil ich keine 1000 Wörter am Tag schaffe, das müsst ihr nicht. Und ja, das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ich hoffe, dass es nicht so negativ rübergekommen, weil so eine Challenge auch Spaß macht. Aber ich sag mal so zusammengefasst, bewertet das nicht über. Setzt euch lieber kleine Ziele und freut euch, wenn ihr sie schafft. Wenn ihr sagt, okay, 10.000 hat wunderbar funktioniert und wollt im Juli nochmal teilnehmen, dann könnt ihr 15.000 nehmen und steigert euch hoch. Aber überschätzt euch nicht und unterschätzt den Aufwand nicht. Wir sehen uns nächste Woche mit dem ersten Vlog zum Camp Nano und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr über die Geschichte. Bis dann, tschüss!